Rissmann, der Gitarrenbauer aus Münster, hat uns diese schöne Gitarre gebaut. Dies ist eine kleine Gitarre, eine Parler-Gitarre. Er nennt sie Kuku. Und ist was Besonderes. Und wie gesagt, wir haben eine ganze Reihe von Parler-Gitarren im Laden stehen bei uns im Gitarrenbazar. Und dies ist nun eine weitere Parler-Gitarre. Das sind ja Gitarren mit kleinem Korpus und mit Gitarren mit Halsansatz am 12. Bund. Also wirklich das Ganze geht ein bisschen hier in der Breite zusammen und macht das sehr angenehm zu spielen. So, besonders wenn man ein bisschen kürzere Arme hat. Die Gitarre ist sehr nah am Körper. Ja, was hat Ernie gemacht bei dieser Gitarre? Welche Hölzer hat er verwendet? Wir sehen hier eine Alpenfichtendecke. Sehr schön gleichmäßig gemasert, auch eng gemasert. Wir haben Randeinlagen aus Ahorn und Schwarz-Weiß-Einlagen und ein Binding aus Palisander. Dann sehen wir hier ein Steg, Griffbrett und Kopfplatte aus Blackwood. Und zwar Blackwood, was also zusammen ein Verbundmaterial aus Blackwood. Das heißt, dieses Blackwood ist mit Harzen hergestellt und es eignet sich deswegen ganz, ganz gut, weil es halt ein bisschen wasserdichter ist als normales Holz. Da tut sich also nichts dran, es verzieht sich nicht. Hier sehen wir Zargen aus Ahorn, geriegelten, schön geriegelten alten Ahorn. Auf die Farbe komme ich gleich zu sprechen. Die Zargen, also sehr, sehr schön geriegelt. Und auch der Boden hat eine sehr, sehr schöne Maserung, Riegelmaserung. Wir haben einen Hals aus Mahagoni. Und dann gibt es hier Hipshot Grip Lock Mechaniken, Gold mit Ebenholzgriffen. Das sind also diese Mechaniken, wo man hier nicht viele Umwicklungen braucht. Man kann die hier hinten, gibt es eine Schraube, da kann man die, wenn man die Seite durchsteckt, die Seite da befestigen. Also die rutscht nicht mehr nach. Das ist eigentlich eine ganz schöne Technik. Man ist sicher, sie ist vor allem auch ein bisschen stimmsicherer, die Gitarre dann. Wir sehen hier auch einen kompensierten Nullbund. Das macht Ernie seit einiger Zeit. Ich selber mache es auch manchmal mit kompensierten Nullbund oder mit einem kompensierten Sattel. Das hat den Vorteil, dass die Gitarre intonationsmäßig viel besser funktioniert, gerade wenn die Seitenlage ein bisschen höher ist. Wenn die Seitenlage ganz flach ist, dann hört man kaum den Unterschied. Aber bei etwas höherer Seitenlage und wenn man kräftig hinlangt, dann gibt es immer das Problem bei der H-Seite, dass sie dann meistens zu hoch ist. Man muss sie also immer ein bisschen tiefer stimmen, damit die Gitarre so einigermaßen bunt rein bleibt. Und auch die tiefe E-Seite ist das nächste Problem. Und das wird damit umgangen, dieses Problem. Man kann die Gitarre also ganz normal nach dem Stimmgerät stimmen. Und wenn man dann in die H-Seite zum Beispiel im zweiten Bund greift, dann stimmt das immer noch ganz genau mit dem Stimmgerät. Das ist bei den meisten anderen Gitarren mit einem normalen Steg anders. Da, ihr könnt es ja mal versuchen, indem ihr die H-Seite, leere H-Seite exakt nach Stimmgerät stimmt und dann mal guckt, was passiert, wenn ich das im zweiten Bund oder im fünften Bund greife. Das ist meistens zu hoch. Das wird durch diese Kompensation hier, durch diesen kompensierten Nullbund ausgeglichen. Das heißt, das greift irgendwie bis zum siebten, achten Bund und alles, was höher ist, da greift die Kompensation hinten, die der Steg hat. Diese Gitarre fällt auf durch einen kräftigen Ton, satten, schönen, festen Bass, fetten Bass. Außerdem durch ein sehr, sehr langes Sustain.
Das ist also ganz toll. Wenn ich mal anders. Ich stimme jetzt mal anders, wenn gerade solche Sachen. Solche Töne, die so ineinander klingen, das funktioniert sehr gut mit sowas. Ja, ihr seht ja diese fast orange Farbe des Ahorns. Sieht fast aus farblich wie ein Streichinstrument. Viele Geigen, Celli haben diese Farbe und Ernie hat das so ein bisschen nachgemacht und die Farbe hat er mit einem speziellen Öl reinbekommen, ein sehr dünnflüssiges Öl, das sogar so ein bisschen durch das Holz durchdringt. Man sieht es auch hier innen noch ein bisschen, daran sieht man halt die Handarbeit und das ist so eine kräftige Farbe, also schon ein bisschen anders als die meisten anderen Ahorn-Gitarren. Mich, wie gesagt, erinnert das so ein bisschen an Streichinstrumente. Sattelweite 46 mm. Mensur ist auch leicht kürzer als normal, je nachdem, was man als normal empfindet. Ich denke, normal für mich wäre 65 cm. Er hat hier 64 cm, also einen Zentimeter kürzer als die standardklassische Mensurlänge. Ich kann mich immer wieder freuen an diesem langen Sustain. Stegeinlage und Sattel sind aus Knochen und das Ganze ist überzogen mit einem hochglanzpolierten PU-Lack. Meistens finde ich ja, da eignen sich Parlor-Gitarren sehr gut, um diese Standard-Sachen zu spielen, also die wir vom Country Blues kennen. Stimme ich mal die Gitarre wieder normal. Standardsachen, die wir vom Country Blues kennen, das wäre ungefähr. Sowas in der Art. Deep River Blues. Ja, ich finde, das ist eine ganz tolle Gitarre. Sie, wie gesagt, sie klingt sehr fett und schön und nicht so piepsig. Es hat also sehr viel Substanz und ein langes Sustain und für mich eine super Gitarre. Sie kostet bei uns 4.900 Euro inklusive Koffer und das ist ein sehr angemessener Preis. Ist, wie gesagt, alles Handarbeit und es lohnt sich, diese Gitarre mal anzutesten bei uns. Übrigens, diese Schalllocheinlagen macht Ernie auch selber aus Mooreiche zusammengesetzt, so ein kleines Mosaik, Mooreiche, Ebenholz, Knochen, Abalone, alles das ist hier verbaut. Also hier sieht man, wenn man genau hinguckt, ich weiß nicht, ob man es so in der Kamera sieht, so Mooreichenstücken, Mosaik aus Mooreichenstücken. Dann haben wir hier einen Knochenstreifen, hier Abalone-Streifen drin. Also ist sehr viel Liebe zum Detail bei Ernie festzustellen.
Und so ganz Kleinigkeiten, man sieht es kaum. Das Ganze wird hier nochmal wiederholt, ganz vorne im Kopf. Weiß nicht, ob man es so sieht in der Kamera. Aber man, wenn man so genau hinguckt, kann man allerlei schöne Sachen entdecken bei dieser Gitarre. Was man vielleicht vermisst, ist zum Beispiel ein Logo. Da legt Ernie gar keinen Wert mehr drauf. Also weil er findet, das ist so ein individuelles Instrument. Da muss kein Logo rein. Ja, Cuckoo Parlor Nummer 6027 von Ernie Rissmann. Sehr schönes Instrument, jetzt bei uns im Shop zu bewundern.